Ich hatte vor einiger Zeit eine Netflix-Serie angefangen namens Heimgesucht. Das Konzept klang für mich relativ interessant. Es ging um reale Zeugenberichte basierend auf wahren Geschichten. Und aufgebaut sind die Folgen so, dass alle Beteiligten in einem Stuhlkreis sitzen und sich ihre Story erzählen. Zwischendurch werden die Geschichten dann dargestellt und erzählt, wie man es halt von X-Faktor das Unfassbare kennt. Eigentlich relativ interessant und schlecht gemacht ist die Serie jetzt auch nicht unbedingt. Das ein oder andere Mal konnte sie tatsächlich relativ gute Atmosphäre schaffen und Grusel aufbringen. Das Ding ist allerdings, dass die Serie einen scheinbar gern für dumm verkaufen möchte. Reale Ereignisse für den Arsch. Würde diese Nachricht nicht am Anfang auftauchen, dass ja alles so real sei, würde ich das Prinzip der Serie gar nicht so scheiße finden. Aber es ist alles teilweise so unrealistisch aufgebaut und so überspitzt dargestellt, dass man der Serie überhaupt keinen Glauben schenken kann, selbst wenn man wie ich wollen würde. Gut, das meiste davon könnte ich irgendwie psychologisch erklären, dass die Protagonisten glauben, dass ihnen sowas wirklich widerfahren sei. Aber schon alleine, wenn es um scheinbare Kriminalfälle geht, wo irgendwelche Menschen in irgendwelchen Schlachthäusern abgeschlachtet werden, spätestens dann wird's komisch. Warum kennt man dann so einen Serienmörder in der angesprochenen Region nicht, wenn hunderte Frauen abgeschlachtet wurden? Ich zitiere mal einen Bericht der Seite Stern. Wären die Erzählungen wahr, wäre die Mordserie also nie entdeckt worden. In der Serie heißt es, die Mutter hätte ihn später mit einem Kissen erstickt. Die in der Serie gezeigten Morde seien demnach nie aufgeklärt worden. Daraus folgt, die Erzähler der Serie wären Zeugen dutzender Kapitalverbrechen, hätten die aber nie angezeigt. Weil sie zudem berichten, nach dem Tod das Haus zerstört zu haben, hätten sie sich neben der Mitwisserschaft auch der Beweismittelvernichtung schuldig gemacht. Ups, haltet davon, was ihr wollt. Guckt euch die Serie einfach mal selber an. Sie ist eigentlich relativ nice, aber dadurch, wie alles erzählt wird und teilweise auch was alles erzählt wird, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht, da ein wenig Skepsis mit einzubringen, und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns.